Die Auswirkungen des Klimawandels spüren wir schon heute auf den österreichischen Äckern. Hier kann man zwei Beispiele nennen. Zum einen den Ölkürbis, der bei starken Niederschlägen zur Fäulnis neigt. Hier braucht es Sorten, die gegenüber dieser Fäulnis resistent sind. Und als weiteres Beispiel, die Käferbohne wirft unter Hitzestress die Blüten und die ausgebildeten Hülsen ab. Und das führt dann in weiterer Folge zu schweren Ertragsrückgängen. Im Projekt Klimafit werden gemeinsam mit Züchtungsunternehmen Sorten für extreme Wetterbedingungen entwickelt. Besonders für Getreide, Mais, Kartoffel sowie Eiweiß- und Ölpflanzen. In den letzten Jahren waren die gelieferten Erträge bei der Sommergerste nicht zufriedenstellend aufgrund eines hohen Trockenstresses. Das heißt, im Projekt versuchen wir jetzt ganz gezielt Wintergersten zu züchten. Diese neuen Wintergerstenarten kann man dann in weiterer Folge auch zum Bierbrauen verwenden. Neben dem Ertrag und der Qualität zählt auch die Resistenz gegenüber Krankheiten und Schädlingen. Was wir machen im Projekt Klimafit ist, dass wir ein breites Netzwerk an Versuchsstandorten aufgezogen haben, sowohl in Österreich als auch im europäischen Ausland. Und aufgrund dieser Vielfalt der verschiedenen Versuchsstandorte haben wir halt auch immer wieder Versuchsstandorte, wo extreme klimatische Bedingungen herrschen, wo wir also gezielt die Pflanzen selektieren können hinsichtlich vielversprechender Eigenschaften. Die im Projekt Klimafit entwickelten neuen Sorten gelangen dann zur Zulassung und stehen dann natürlich in weiterer Folge der Landwirtschaft in Österreich zur Verfügung. Das ist ein wichtiger Baustein für die Ernährungssicherung in Österreich.